Welchen Beitrag leisten Sie denn persönlich gegen das Coronavirus bzw. zur Vermeidung eines weiteren Lockdowns? Wir haben uns impfen lassen. Wir sind beide zweimal geimpft. Das ist unser Beitrag, ja. Abstand halten, oft Hände waschen, impfen. Das, was ich geleistet habe, ich habe mich impfen lassen. Das finde ich ein ganz zentraler Punkt, dass man sich impfen lässt. Naja, ich halte mich an alles das, was vorgeschrieben ist. Ja? Mund-Nasen-Schutz tragen, da wo es nötig ist, reichlich die Hände waschen, Abstand halten. Viel mehr kannst du als Privatperson ja gar nicht machen. Also zweimal impfen lassen und FFP2-Maske tragen. Was halten Sie von einem Lockdown speziell für Ungeimpfte? Nicht viel, ehrlich gesagt. Warum? Ich finde, das ist Diskriminierung. Speziell für Ungeimpfte weiß ich nicht, ob das überhaupt durchführbar ist. Man muss immer an die Allgemeinheit auch denken. Man darf nicht egoistisch sein, ja. Aber ich meine, wenn die Leute sich nicht impfen lassen aus gesundheitlichen Gründen, habe ich da volles Verständnis dafür. Aber man muss auch daran denken, wer nimmt Schaden. Ne? Denken Sie an die Schulkinder, die so und so viele Schulstunden versäumen. Das ist doch ein Jammer. Na, also ich finde Diskriminierung in jeder Form nicht schlecht. Nicht gut. Wenig. Wenig oder gar nichts. Weil es eine Gleichberechtigung der Menschen geben muss. Weiß ich nicht, das muss die Regierung entscheiden. Was würden Sie persönlich davon halten? Ich weiß nicht, ich will niemanden diskriminieren. Das ist ja die Sache von jedem selber. Aber man sollte da auch einen Beitrag für die Allgemeinheit leisten und auch für den Schutz der Allgemeinheit. Finden Sie, die Tests sollten kostenpflichtig werden? Nein. Ich finde es vollkommen in Ordnung, weil jede Impfung ist ein Beitrag zum Schutz der Gesamtgesellschaft. Und wer sich weigert und dann am öffentlichen Leben teilnehmen möchte, der sollte sich schon kostenpflichtig testen lassen müssen. Ich bin nicht dafür, dass sie kostenpflichtig werden. Nein. Ja, eben. Also ich finde nicht, dass man Leute benachteiligen sollte. Für Erwachsene, ja, für Kinder nicht. Für Kinder nicht. Ja. Warum? Ja, weil die Kinder eine gewisse Fürsorge brauchen und keine haben. Möglichkeit die haben. Die dürfen nicht geimpft werden bis 12 Jahren. Diese Tests sind sehr viel teurer, als sich der Normalsterbliche vorstellt. Und das summiert sich. Und im Moment haben wir solche Kosten zu stemmen. Und das summiert sich hinterher. Und ich kann jetzt nicht sagen, also jeden zweiten Tag geht jemand zum Test, nur weil er auch nicht auf die Gesellschaft und die ganzen Vorteile der Geselligkeit verzichten möchte. Dann muss dann auch dabei dieser Beitrag dabei sein, dass er den Test aus eigener Tasche zahlt. Sind Sie der Meinung, dass kostenpflichtige Tests im Umkehrschluss eine indirekte Impfpflicht implizieren? Wenn wir ehrlich sind, schon, ja. Ehrlich gesagt, ja. Ne? Aber Impfungen, es gibt auch, wir haben sowieso Impfungen, die Pflicht sind und die auch die ganze Gesellschaft gesünder und stabiler gemacht hat. Und das ist ja nicht irgendeine Impfung, das ist ja eine Impfung von Leuten, die auf diesem, gerade generell auf dem Gebiet der Impfung schon seit Jahren forschen und neue Erkenntnisse gehabt haben. Es ist ja nicht hier irgendeine gefährliche Impfung. Und Leute, die sowieso aus gesundheitlichen Gründen, wo die Ärzte nicht empfehlen, sie zu impfen, die brauchen es ja eh nicht, ja. Naja, bedingt ist es vielleicht eine Impfung durch die Hintertür. Da auch in den Ländern, wo es eigentlich keine Impfpflicht gibt. Nichtsdestotrotz muss man das gesamtgesellschaftlich betrachten. Und die Pandemie macht ja nicht Halt vor irgendwem, sondern betrifft alle Menschen, die in der Gesellschaft zusammenleben. Insofern bin ich schon dafür, dass man dann gucken sollte, dass sich so viele Menschen wie möglich impfen lassen. Und wer das nicht möchte, der kann eben bedingt an verschiedenen Dingen des öffentlichen Lebens nicht mehr teilnehmen. Das ist dann halt im Zweifel so.